Hier jetzt nochmal das Beispiel, das motivierende Beispiel, gelöst. So haben wir das ja auch vorhin schon kennengelernt. Ich habe hier die Fakultätsfunktion und der Parameter in Zahl und habe hier noch eine Überfunktion, wo ich jetzt mal diese Überprüfung von gültigen Werten n und m weggelassen habe, wo entsprechend berechnet wird Fakultät von n durch Fakultät von m mal Fakultät von n minus m. Und jetzt habe ich eine Main-Prozedur, wo diese Funktionen aufgerufen werden. Schauen wir uns das jetzt mal im Einzelnen an. Hier wird berechnet Fakultät von 3. Das heißt, die Fakultätsfunktion wird aufgerufen. Es wird eine lokale Variable Zahl angelegt und mit 3 initialisiert. Dann wird der Rumpf ausgeführt. Das Ergebnis wird geliefert und der variablen Zahl zugeordnet. Hier ist jetzt etwas komplexer. Hier wird aufgerufen Fakultät von Fakultät von 2. Ausgewertet wird hier von links nach rechts. Das heißt, es wird hier zunächst die Fakultätsfunktion aufgerufen. Die muss aber einen Wert übergeben bekommen. Dieser Wert berechnet sich aus einem erneuten Aufruf von Fakultät von 2, von Fakultät, und zwar diesmal mit dem Parameter 2. Das heißt, es wird zunächst hier berechnet Fakultät von 2. Zahl wird mit 2 initialisiert. Es wird einmal 2 berechnet und als Ergebnis 2 zurückgeliefert. Diese gelieferte 2 ist jetzt der Wert dieser Funktion Fakultät von 2, sodass an dieser Stelle jetzt erneut diese Fakultätsfunktion wiederum mit dem Wert 2 aufgerufen werden kann. Und das liefert dann auch 2. Und hier an dieser Stelle wird jetzt die Überfunktion aufgerufen, die erwartet 2 Parameter. Der erste Parameterwert ergibt sich hier. Der zweite Parameterwert ergibt sich aus diesem Ausdruck. Das heißt, zunächst wird berechnet Fakultät von Zahl plus 1. Fakultät von Zahl war ja jetzt abgespeichert worden, die 2. Deswegen wird erneut Fakultät von 2 berechnet. Das ergibt als Ergebnis wiederum 2 plus 1, 3. Das heißt, der erste aktuelle Parameter ist 3. Dann wird berechnet Zahl minus 1. Das ist 1. Da steht die Zahl rein. Also wird über aufgerufen mit 3 und 1. N wird zugewiesen der Initialwert 3 und M wird zugewiesen der Initialwert 1. Und dann wird hier die Berechnung entsprechend vorgenommen. Und das Ergebnis, was dann berechnet wird, wird als Funktionswert von über geliefert und wiederum der variablen Zahl zugewiesen.